Hallo zusammen. Cybersecurity ist wieder ein großes Thema, auch gerade hier im ukrainischen Krieg. Da ist auch ganz oft von Cybersecurity zu hören. Und ich will euch mal kurz einen Einblick gewähren, wie wir euch unterstützen können, heißt, was wir für euch machen können und euch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr euch IT-technisch am besten absichert. Und da fangen wir direkt mal an. Heißt, der erste Punkt ist dein Passwort. Setze dein Passwort lang genug, kompliziert genug, dass das keiner herausfindet. Nicht irgendwo notieren, wo es ersichtlich ist. Achte drauf, was du damit machst, wo du das Passwort eingibst. Nutze am besten nicht überall das gleiche Passwort. Und damit fährst du schon mal sehr, sehr gut. Wenn du dir ein komplexes, langes Passwort ausdenkst, am besten 12 oder 14 Zeilen lang, beziehungsweise Wörter lang. Damit haben es auf jeden Fall sehr viele Leute schwer, dein Passwort zu knacken. Tipp Nummer 2 ist, achte drauf, wo du draufklickst. Heißt, schau, welche E-Mail du bekommst, welche Links du öffnest, auf welche Seiten du bist. Achte, von wem die E-Mail kommt. Das kannst du ganz leicht machen, indem du oben auf den Versender klickst, also von wem die E-Mail kommt, und lass dir die komplette E-Mail-Adresse anzeigen. Nicht den Namen. Der Name ist fälschbar, die E-Mail-Adresse nicht. Und somit findest du ganz leicht heraus, von wem die E-Mail kommt. Tipp Nummer 3 bei Unternehmen. Achten drauf, wer auf was Zugriff hat. Auf welche Daten darf deine Mitarbeiter zugreifen? Wo haben die Eingänge, beziehungsweise wo können die sich einloggen? Wo haben die Einblicke? Schränke das so weit ein, wie es nur geht. Und achte auch drauf, welche Rechte die haben. Laufen die alle mit Admin-Rechte oder haben die alle Benutzerrechte? Schränke es so weit ein, wie es geht. Und damit minimierst du das Risiko im Unternehmen und natürlich auch bei dir. Der nächste Tipp ist eine ordentliche Firewall. Heißt, wenn in deinem Unternehmen oder in deinem Netzwerk die Firewall nicht ordentlich konfiguriert ist und du quasi offen wie ein Scheunentor bist, dann ist es für den Hacker oder den Angreifer sehr leicht reinzukommen. Achte drauf, von was von außen erreichbar ist. Achte drauf, wer mit wem kommunizieren darf. Darf das Internet mit dem Server kommunizieren und umgekehrt. Schränke es auch so weit ein, wie es geht. Hol dir da auf jeden Fall professionelle Hilfe rein. Gerne auch bei uns. Wir beraten auch in der Hinsicht. Machen so einen Rundum-Check. Heißt, wir gehen in das Unternehmen rein. Schauen uns alle IT-Komponenten an. Schauen, wie das konfiguriert ist, wie das aufgebaut ist und geben dir dann quasi einen Zettel in die Hand mit sehr viel Optimierungsbedarf, was man umstellen kann oder umstellen muss, wo es brennt, wo es nicht so brennt, worauf man achten sollte, etc. Ja, und der letzte Punkt ist, schau, dass deine Hardware und deine Software immer aktuell ist. Heißt, Windows-Updates immer einfahren, die Software, die du nutzt, immer auf den aktuellsten Stand behalten beziehungsweise schauen, dass es auf dem aktuellsten Stand ist. Und natürlich die Hardware, die du nutzt. Ob es das Handy ist, ob es der Laptop ist, das iPad, der Server, das Netzwerk. Also alles, was mit der IT zu tun hat, muss auf dem aktuellsten Stand sein, weil ansonsten ist es sehr leicht. Wie gesagt, wenn das Thema brennt, oder du Interesse hast, melde dich doch bei uns und wir geben dir gerne.